Die Weltpremiere des neuen Seat Leon, die durften wir bereits erleben. Aber darauf folgt logischerweise auch der neue Leon Cupra. Darüber hinaus wird es dieses Jahr definitiv einen Facelift für den Ateca geben und somit auch bald einen neuen Cupra Ateca. Und ich habe mir gedacht, bevor es die aktuellen Modelle gar nicht mehr gibt, haben wir damit doch noch einmal richtig viel Spaß. Und damit willkommen hier in Davos in der verschneiten Schweiz zur Cupra Snow Experience. So, jetzt bin ich hier im Cupra Ateca Special Edition auf der Passstraße unterwegs. 300 PS, 400 Newtonmeter, 4-Drive und ein 7-Gang DSG. Macht schon Spaß, weil hier richtig Schnee liegt. Da kann man wirklich es richtig krachen lassen. Nur die Gasannahme war nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und jetzt haben wir mal das ESC auf Sport gestellt, denn ja, da lässt er dann doch ein bisschen mehr zu. Da kommt dann gleich ein bisschen mehr Freude auf. Aber da muss man auch ein bisschen mehr tun, denn da kann das Auto eben auch mal schneller in die Wand fahren. Wir versuchen jetzt mal mit ausgeschalteten ESC. Mal gucken, was jetzt passiert. Wir sagen jetzt mal deaktivieren. Schauen wir, was jetzt passiert. Jetzt macht das Auto gar nichts mehr. Das müssen wir alles selbst machen. Ja, aber so macht es eigentlich mehr Spaß. Aber gut, das Auto soll heil bleiben. Also ESC auf Sport muss reichen. So, ein paar Kilometer haben wir noch, aber Spaß macht es auf jeden Fall. Also wenn ihr die Gelegenheit dazu habt, hier ist der Vorteil, Strecke ist abgesperrt, das heißt, wir fahren in eine Richtung, da ist niemand im Weg. Wir haben ein Führungsfahrzeug vor uns, das uns den Weg weist, und wir haben im Zweifelsfall auch noch ein Fahrzeug hinter der Gruppe. Wenn irgendwas passieren sollte, werden wir Leute eingefangen, aber hier kannst du echt Spaß haben. Jetzt heißt es bremsen und ich glaube, wir sind am Ende von unserem Pass, dann geht es gleich wieder runter. Ja, die Sicht ist echt schlecht, man sieht nach vorne raus eigentlich nur so ein bisschen was, weil der Wagen vor uns natürlich auch ein bisschen was auf... Ups, jetzt ist er ganz weg, und die Strecke auch gleich. Ein bisschen was hochpustet und natürlich hier auch von den Schneewächten von der Seite überall der Schnee kommt. Also wie ihr vielleicht gerade in der Kamera sehen könnt, optimale Sichtverhältnisse sehen dann doch anders aus. So, jetzt sehen wir wieder, was eben war Blindflug, ne? Da ist ja Motorradfahren mit offenem Visier bei Regen besser. Also nicht nur schön. Vor allen Dingen konnte ich im Rückspiegel schon die Autos hinter mir kommen sehen. Also beim Runterfahren ist halt auch wichtig, wirklich lieber ein bisschen mehr Abstand lassen, weil wenn ihr bremst und gerade hier unter dem Schnee ist Eis, das ist halt nicht optimal, wenn das Auto das Rutschen anfängt und ihr müsst die Bremse loslassen, um wieder die Spur zu kommen und dann vor euch das Auto auftaucht. Dann lieber ein bisschen mehr Abstand, ist auf jeden Fall dann better safe than sorry. Also hoch macht mehr Spaß, das steht mal ganz klar fest. So, das erste Mal für mich in freier Natur, der Cupra Ateca Limited Edition. Und der unterscheidet sich optisch ein bisschen vom Serienmodell. Zum Beispiel haben wir hier einen anderen Frontsplitter am Fahrzeug. Ich denke aber, viel schöner sind die exklusiven 20 Zoll Aluräder. Dann hier die Rückspiegelkappen in Carbon. Und wenn wir weiter nach hinten gehen, da wird es nochmal richtig spannend. Denn am Heck gibt es nicht nur hier oben die Abrisskante ebenfalls aus Carbon, sondern es gibt hier unten die vierflutige Akrapovic-Auspuffanlage. Und damit sieht er nicht nur richtig gut aus von außen, sondern er macht dann noch wesentlich mehr Lärm als das Serienmodell. Und drin finden wir auch deutlich mehr Sportlichkeit als bei dem Serien Cupra Ateca. Das Interieur hier im Auto ist übrigens wirklich Cupra-like. Also ich hatte ja selber einen, aber das hier ist noch mal schöner. Wir haben hier schön so Carbon-Optik im kompletten Armaturenbrett, alles ansonsten schwarz in schwarz gehalten. Auch die Sitze noch mal ein bisschen aggressiver, ein bisschen mehr Motorsport. Richtig geile Nummer. So, neben mir ist jetzt Sebastian Stahl, zum einen Cupra-Markenbotschafter, aber auch Rennfahrer. Und Sebastian, du begleitest ja Seat und Cupra schon eine ganze Zeit. Und ich habe jetzt mal eine Frage. Wenn wir uns so einen Seat Leon zum Beispiel angucken als Cupra. Früher war das ja nur, sag mal, die Top-Version immer des jeweiligen Modells. Heute ist Cupra eine eigene Marke.
Und wenn ich dann sage, okay, was macht den Unterschied? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe einen Seat Leon mit einem großen Motor drin als FR oder ich kaufe den Cupra. Oder das gleiche beim Ateca, ich habe einen Ateca als FR-Modell und sage, ja, ich gehe den nächsten Schritt hin zum Cupra. Was macht da den Unterschied? Was ist das Neue oder das andere? Ja gut, der größte Unterschied steckt natürlich hier unter der Haube. Das heißt, sowohl als beim Leon als auch beim Cupra Ateca sind natürlich die 300 PS und die 400 Newtonmeter das, was den größten Unterschied irgendwo ausmacht. Heißt also, wenn man auf die Autobahn fährt und sieht, alles aufgehoben, man tritt dann mal das rechte Pedal durch, ja, dann kommt das Grinsen schon ins Gesicht, weil es ist einfach wirklich eine unheimlich schöne Power, die Autos haben. Ja, und beim Cupra Ateca ist es natürlich so, das ist der erste richtige Cupra. Das heißt also, wir haben kein Seat-Emblem mehr vorne, sondern ein eigenes Cupra-Emblem. Und viel Carbon auch verarbeitet, das natürlich aus dem Rennsport, aus dem Motorsport kommt. Und ja, die Marke Cupra wird sich natürlich irgendwo eingliedern. Das wird man an den nächsten Modellen sehen, die dann irgendwann rauskommen. Ja, das werden ganz, ganz interessante Autos werden, wo mit Sicherheit ganz, ganz viele Menschen große Augen machen werden. Über das Thema Fahrdynamik sprechen. Ich kann jetzt mit einem, sagen wir mal, normalen Seat schon richtig Spaß haben. Wie viel mehr lässt denn Cupra zu, sodass ich sage, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel so wie bei uns hier auf Eis unterwegs sein darf oder wenn ich sage, ich mache ein Rennstreckentraining oder habe mal die Möglichkeit, auf einer privaten Fläche zu fahren oder vielleicht sogar da, wo man es darf, auf der Autobahn, merke ich das beim Fahren? Ist da wirklich fahrdynamisch mehr? Definitiv. Also wenn man den Cupra-Mode zum Beispiel einschaltet und man merkt dann einfach, wie sich das Fahrwerk verstellt, du kriegst natürlich nochmal mehr Sound, eine direktere Lenkung. Und das Allerschönste ist natürlich bei solchen Bedingungen, wenn man das ESC ausschalten kann. Und du kannst es quasi auf Sport stellen oder halt deaktivieren. Und ja, für mich macht natürlich das Deaktivieren am meisten Spaß. Und dank des 4Drive-Systems mit der Haldex-Kupplung macht das natürlich auf so einer Eisfläche extrem viel Spaß, nach dem Motto, nur quer bist du wer, natürlich da so zu fahren. So, jetzt sind wir unterwegs im Leon Cupra R Sports Tourer. Also ein bisschen flacher, aber natürlich die gleiche Leistung, die der Haube. Und sind hier auf diesem Eistrack und können wir so ein bisschen das Auto auch mal querfahren, ohne Angst zu haben, dass wir irgendwas kaputt machen. Ja, und das macht natürlich auch immer wieder Spaß. Das ist immer wieder krass. Aber man muss sich tatsächlich an das Gripniveau gewöhnen. Wir sind das erste Mal hier. Aber nichtsdestotrotz, auch mit solchen Bedingungen mal Slalom fahren, macht einfach einen Mörderspaß. Kann man nicht anders sagen. Und lässt sich vor allen Dingen richtig schön dosieren. Da musst du auch keine Angst haben, dass zu viel passiert. Fährt sich einfach gut. Übrigens ESC aktuell auf Sport. So, jetzt stehe ich zusammen mit Johannes Fleck, verantwortlich für die Marke Cupra in Deutschland. Johannes, ich habe mal eine Frage. Cupra ist jetzt quasi 2 Jahre alt geworden. Was ist denn so bisher passiert? Wie sind eure Erfahrungen mit dem, wir bringen mal eben eine neue Marke in den Markt? Also da muss ich natürlich gleich mal einhaken, weil im Prinzip Cupra, die Marke Cupra ist ungefähr knapp 2 Jahre alt. Aber Cupra ist ja nicht neu. Das heißt, wir sind gerade in Deutschland ja schon sehr, sehr lange erfolgreich mit dem Leon Cupra. Und deswegen, wir sind auch wirklich auch sehr stolz drauf, dass wir, denke ich, da auch gut beigetragen haben zu dem Grundstein für die Marke Cupra und gesagt, wir machen eine eigene Marke daraus. Jetzt ist es so, wir sind natürlich sehr erfolgreich gestartet mit dem Cupra Ateca. Wir haben einen Anteil von inzwischen jeder vierte Ateca ist ein Cupra. Und das liegt also ganz sicher nicht daran, dass wir insgesamt wenig Seat Ateca verkaufen, ganz im Gegenteil. Also der läuft hervorragend und eben der Cupra Ateca eben auch. Also toll, wir haben im Prinzip wirklich einen Riesenerfolg, bestätigt uns, dass die Entscheidung genau die richtige war, eben auch die Marke Cupra ins Leben zu rufen. Und deswegen bauen wir natürlich gerne darauf auf. Und da kann es jetzt natürlich auch weitergehen. Wir haben natürlich einiges im Plan. Wenn wir über den Plan sprechen, über die Zukunft sprechen, da sind ja wirklich echte Cupras jetzt, die wir sehen dürfen, demnächst zum Teil schon als Konzept gesehen haben. Was kommt denn, sag mal, in diesem Jahr? Was dürfen sich die Leute, die Marke mögen, freuen? Also dieses Jahr geht es wirklich richtig rund. Wir sind natürlich jetzt erstmal am Jahresanfang immer am Start mit der Cupra Ateca Limited Edition. Das ist nochmal, sag mal, das nächste i-Tüpfelchen, was wir dann für den Cupra Ateca haben. Wirklich tolles Auto, absolut phänomenal. Und dann in der zweiten Jahreshälfte, dann wird es natürlich richtig geschäftig bei uns. Das heißt, weil es kommt der Cupra Leon Sports Tourer. Und natürlich dann wirklich unser Highlight, der Cupra Formentor, der erste 100% Cupra. Deswegen also 2020, da ist richtig was los bei uns. So, jetzt machen wir was Neues, nämlich mit dem Cupra Ateca Offroad fahren.
Und Offroad-Fahren ist ein Ding, das geht mit dem Ateca relativ gut, das haben wir schon mal probiert. Aber jetzt heißt es Offroad-Fahren auf Schnee. Und da bin ich allerdings mal sehr gespannt, wie sich das anfühlt. Und der Berg ist schön steil, hier geht es schön hoch. Mal richtig schön Spaß haben. Ui, weil bin ich allein auf der Strecke, kann nichts passieren. Berg hoch ist aber hier nicht die Herausforderung, weil da wühlt das Auto sich hoch. Im Moment fahre ich im Snow-Modus, und also Schneemodus, und damit baut er halt die Traktion auf, die nötig ist. Vor allen Dingen macht das eben auch so, dass das Auto einfach auf Schnee mehr Grip hat. So ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen, ja, macht ein bisschen Piano am Gas und lässt sich dadurch einfach besser kontrollieren und einfach leichter fahren. Aber wenn es dann gleich den Berg runter geht, und wenn ich runter sage, meine ich runter, dann fahren wir dann eben doch mit dem Bergabfahrassistenten. Denn wir wollen möglichst gerade aus dem Berg runter und nicht das Auto versetzen und rollen. Das wäre nicht so schön. So, jetzt geht's den Berg runter. Ich stehe an der Kuppe und der Instructor sagt, ich soll bitte warten, bis sein Auto nicht mehr da ist. Und dann bis 50 zählen, damit wir auf gar keinen Fall hinten auf ihn drauf fahren. Und ich sehe ihn gerade sogar rutschen. Und ich denke mal, jetzt geht's los für uns. Daumen drücken, dass wir da gerade runterkommen. Auf wie geht's? Also wir haben hier den Bergabfahrassistenten an, rollen jetzt an die Kante. Und es ist tatsächlich Schnee und Eis. Ich lasse das Auto jetzt einfach mal machen. Ich habe den Fuß nicht auf der Bremse. Wir werden schön schnell. Auto. Aber er ist immer noch kontrollierbar. Und das auf dem Untergrund der Steigung. Riesengaudi. Das Gute ist, dass hier die Dynamikfläche und dieser Offroad-Kreis voneinander getrennt sind durch viel hohen Schnee. Und das sorgt einfach für eine gewisse Sicherheit. Das war's hier aus dem verschneiten Davos in der Schweiz von der Cupra Snow Experience 2020. Wir hatten hier heute, naja, drei Challenges zu absolvieren. Zuerst hieß es, mit dem Fahrzeug den verschneiten, zum Teil vereisten Pass mit ordentlich Tempo hochfahren. Danach hieß es Offroad fahren im Cupra Ateca, aber ebenfalls auf Eis und Schnee. Und danach hieß es dann so, jetzt hier ist die Dynamikfläche, zeigt mal, wie geht's mit dem Slalom, wie fährt man langgezogen im Drift eine Kurve und wie bremst sich das Auto eigentlich auf so einem Untergrund. Und völlig egal, welche von diesen Aufgaben wir bewältigen sollten und völlig egal, ob es der Cupra Ateca war oder der Leon ST Cupra, es hat einen riesen Spaß gemacht. Und es war halt wirklich so, dass man auch seine eigenen Grenzen schön herausfinden konnte, zum Beispiel, indem man sagt, ich spiele mal ein bisschen mit dem ESC, ich gehe von dem normalen Modus auf den Sportmodus, das ist dann wirklich schon sportlich, oder ich sage halt, ich bin heute ganz besonders mutig und schalte das Ding mal komplett aus. Berg hoch, noch kalkulierbar, und noch fahrbar berg runter, meistens eine wirklich dumme Idee. Und dann eben noch das Downhill-Fahren, also bergab im Cupra Ateca auf Schnee und Eis. Schön, dass dieser Bergabfahrassistent dafür gesorgt hat, dass ich unten gerade angekommen bin.